Hallo, da seid ihr ja wieder. Und wir auch. Wieder im Garten. Wir haben schon ganz viel erledigt heute. Ich war den halben Tag auf der Arbeit. Es ist jetzt schon 15.44 Uhr. Voll spät. Calvino hat auf der Arbeit, der sitzt da, ihr seht den wieder nicht. Ist immer hinter der Kamera. Der hat da sein Homeschooling alles gemacht. Das war heute richtig ätzend, ne? Mhm. Schriftliches Dividieren, das war richtig doof. Aber Bernd konnte ihm helfen, hinterher hat es geklappt. Aber nicht so Favorite-Hausaufgaben. Und ja, ich habe gearbeitet und jetzt sind wir auch schon eine ganze Weile zu Hause. Die Nele ist auch heute wieder hier bei uns. Und die waren schon im Pool und auf dem Trampolin und alles Mögliche. Und ich habe schon über eine Stunde ein Video geschnitten. Darf ich es sagen? Sag du es. Und dann hast du es aus Versehen gelöscht. Alles Geschnittene. Ja, ich habe es geschnitten. Und dann muss man das halt so speichern, das Geschnittene. Da habe ich drauf gedrückt, speichern. Und dann habe ich das halt von der Karte gelöscht. Ja, und dann irgendwie war es dann alles weg. Ja, ich habe es jetzt noch auf dem Laptop, die einzelnen Komponenten. Ich muss es halt nur noch mal von vorne schneiden. Ja, ist jetzt doof gelaufen. Eigentlich wollte ich mich jetzt in der Sonne legen. Aber egal, nutzt ja nichts, ne? Ja, dann gleich. Das muss ich auch noch unbedingt machen. Das habe ich mir nämlich bestellt. Tada! Wollte ich immer schon haben. Eine Wasserhängematte. Mich bei Amazon bestellt. Da hat die, glaube ich, 12 Euro gekostet. Mhm. Joel hat die in, ja, auch in grün und einmal in blau. Ja? Ja, ich habe erstmal eine bestellt zum Testen für mich. Mua, weil ich immer schon eine haben wollte. Mhm. Ja. Die pumpe ich gleich auf mit der elektrischen Pumpe. Aber ich glaube, heute gehe ich wieder nicht im Pool. Mir ist es noch zu kalt. Mach ich gleich. Da möchte ich die heute. Ja, kannst du doch. Kannst du gerne machen. Ich habe auch noch andere Sachen bestellt heute. Ich habe noch so Ringe. Die sind zwei nebeneinander, so Ringe. Und einmal ist auf dieser Seite eine Rückenlehne und einmal auf dieser Seite eine Rückenlehne. Dann können sich zwei Personen halt so in dem Ring reinsetzen und anlehnen und reden oder chillen oder so. Können entweder wir beide oder du und Bernd oder... Ich und Nele und wir können damit spielen. Alle zusammen. Und dann noch eine halbe Kiwi-Slice-Scheibe. Ja. Gib mal ein Stück Pfirsich, bitte. Der lacht mich so an. Hm. Ja. Gut. Dann schneide ich jetzt nochmal das Video von vorne. Und dann in ungefähr einer Stunde melde ich mich wieder. Sucherbrille und alles hatte ich hier oben hingetan. So. Da. Taucherbrille und die Wasserpistolen. Ja. Nele, bringst du auch gleich eine Pistole mit? Ja. Super. Bitteschön. Und was Schnorchel? Cool. Ja. Ja, ich habe jetzt hier auch mein Video endlich wieder fertig. Ich hoffe, da sind keine Fehler drin, denn ich habe ganz viel vorgespult. Ja, bitte? Macht man das hier an die Brille oder ans Leute? Ist aber schon gut. Warte, ich komme. Taucherbrille und Schnorchel haben wir mal vor Jahren für Ägypten gekauft. Bei Aldi. Ist aber sehr laut, dein Handy. So. Hallo. Und hat sich wirklich bezahlt gemacht. So. In Ägypten kann man so schön schnorcheln. Und da ist sogar Calvino schon mit 4 Jahren. Der ist da richtig schön geschnorchelt schon. Der konnte noch nicht schwimmen, aber schnorcheln. So. Und da wir jetzt nicht mehr nach Ägypten fliegen, ist das für ein Pool. So, Calvino. Ja, und was ich zu dem Video sagen wollte, es kann sein, dass da ein paar Fehler drin sind. Denn ich habe jetzt voll viel einfach so geskippt, wo ich wusste, da muss ich nicht so groß schneiden, nicht so viel. Ja, haben wir ich einfach vorgespult. Ja, mal gucken. Egal, ja. Sorry, aber ich hatte echt keinen Bock, das wieder so über eine Stunde zu schneiden. Dann gehe ich jetzt rein, lade das hoch und dann mache ich mir auch was zu essen. Ja, Mama, und dann sonne ich mich. Geholt.
Oh, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Eine Riesenportion Reis, eine halbe Avocado ist klein gematscht und da so drunter gemixt. Ganz viel Dill. Leute, Dill ist zurzeit richtig im Kommen bei mir. Dill ist richtig lecker. Ja, und Tomate, Gurke klein geschnibbelt. Und das, was ich nicht esse, das ist Calvino, der hat nämlich auch Hunger. Also wir teilen uns immer so einen Teller. Da muss ich nicht so viel rausschleppen. Ich stelle die nicht hier hin. Ich habe nur hier den Strom für die elektrische Pumpe, um die Wasserhängematte aufzupumpen. Einstecken, von der Pumpe rausmachen. Sonst kriege ich den nicht rein. So, und jetzt bin ich gespannt, ob das mit unserer Luxus-elektrischen Pumpe klappt. Das ist der Anschalter. So. Sie ist fertig und da steht tatsächlich drauf, warte, dass die erst ab 14 Jahre benutzt werden darf. Meins. Ich benutze die jetzt schon. Pass gut drauf auf. Ja. Ich wollte immer schon eine haben. Und hier so ein Skimmer haben wir uns auch noch bestellt bei Amazon. Der wird an die Pumpe angeschlossen. Und den werde ich nachher noch mit dem Bernd anbringen. Oder eher gesagt, Bernd wird den anbringen. Aber das zeigen wir euch nachher. Du weißt, warum die ab 14 ist? Ja. Warum? Das ist jetzt groß. Siehst du? Bei uns gibt es Banani. Banani, Nani. Mhm. Okay, Kelle, bewährt jetzt diesen Sprung. Außer für den Hund. Ich habe dem Hund einfach jetzt aus dieser Ikea-Dose gegeben, weil ich keine Lust hatte, das umzufüllen. Die Unlust ist immer noch da. Ach ja. Zu essen gibt es nachher was Aufgetautes. Wir haben einfach Gyrossuppe und serbische Bohnensuppe aufgetaut. Ist zwar eigentlich gar nicht das Wetter danach, weil voll warm. Oh mein Gott. Da ist die, ja, Wahrheit. So sieht's aus. Davor habe ich mich jetzt die ganze Zeit gedrückt, schön draußen gelegen. Ja, ich räume dann mal die Spülmaschine leer und räume alles wieder ein und räume alles wieder auf und ja. Eben Brille wechseln. So. Ansonsten geht es mir eigentlich jetzt gerade wieder ganz gut. Außer ich bin müde, da ich entweder werde ich immer um 4 Uhr wach oder so und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Dann bin ich einfach wach. Ich weiß nicht, ob mein Körper oder überhaupt der Körper dann übt, weil ja demnächst irgendwann schlaflose Nächte kommen oder so. Das hatte ich auch bei Calvino, wenn der dann nachts wach wurde. Dann war ich sofort so zack wach, ne? Und wenn jetzt, wo der groß ist, der Calvino, wenn man da normalerweise wach wird nachts mal, was ja eher seltener ist, dann ist man so richtig müde und schläft auch eigentlich schnell wieder ein. Aber jetzt, wo ich schwanger bin, bin ich dann wach. Und bin ich dann wach. Entweder so bin ich ab 4 Uhr ungefähr wach oder ich bin so um 1 Uhr wach, werde ich wach, muss auf Toilette und ja, dann liege ich so bis 3, 4 Uhr wach und schlafe dann nochmal ein, aber dann bin ich halt genauso gerädert und dann gehe ich halt ganz früh ins Bett schon meistens, also sobald wir zur Ruhe kommen, um 9 Uhr oder so und dann will ich auch sofort einschlafen. Bin dann halt echt müde. Ja, weiß ich nicht. Hat da jemand Erfahrung von euch in der Schwangerschaft mit schlaflosen Nächten? Ist das normal? Und bleibt das die ganze Zeit? Oder ist das so ein Ding wie die Übelkeit, was so nach, wo eigentlich normalerweise nach 3 Monaten wieder weg sein sollte? Lassen wir uns mal überraschen. Ich putze gerade hier die Mülleimer aus, dass ihr euch wundert hier, was ich hier so
mache. So. Achso, den Kindern wurde jetzt kalt im Pool übrigens. Es ist 18 Uhr. Und ja, dann sind wir jetzt reingegangen. Ich mache jetzt noch ein bisschen Haushalt, bis der Bernd kommt. Und da müssen wir heute nur die Suppen auftauen. Der bringt die gleich von der Arbeit mit. Die haben wir da eingefroren. Und dann wollte Bernd heute auch mal im Pool springen. Ich bin mal gespannt, ob er das macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt ist echt kalt. Also wenn die Sonne so langsam untergeht. Ja. So. Ich habe auch noch zwei Wäschekörbe, die ich wegfalten muss und wegräumen muss. Alles gewaschen und getrocknet. Das mache ich nachher. Und da hinten, da ist der Laptop. Da ist das Video ist jetzt hochgeladen, was ich ja zweimal heute schneiden durfte. Aber das muss ich halt noch beschriften und das Thumbnail und alles machen. Mal gucken. Vielleicht mache ich das auch morgen einfach. Ja. Denn den ganzen Tag? Gib mir meinen Schuh wieder. Wo warst du denn den ganzen Tag, mein Baby? Große Begrüßung. Hallo. Ja, hallo, mein Schnubbel. Hallo, mein Puppel. Puppel? Puppel. Puppel. Ja, wo warst du denn? Letzten schütteln. Ja. Fein. Frisches Brot vom Geipings Vortagsladen. Das hatten wir den Tag beim Aldi mitgenommen. Das ist mit Kürbiskernen. Das ist auch echt lecker. Und hier ist noch eins vom Vortagsladen. Ja, das Brot wird ja wohl reichen. Und wo sind die Suppen? Da. Hier, hier, hier. Haben wir einmal Gyros-Suppe und einmal serbische Bohnensuppe. Ist das doch... Ich weiß das. Das ist Linsensuppe. Nein, dafür sind die Bohnen viel zu groß da drin. Das sind keine Bohnen, das sind Linsensuppe. Du bist auch so eine Linse. Da sind diese großen Chlortabs drin und der ist kein Ding, wo man so... Na, du kannst das, siehst du? Und ein so ein Tab. Das stinkt, ne? Nee. Muss jetzt in den Skimmer. Da hast du dann alles drin. Chlor, pH-Wert gedönst. Alles. pH-Wert? pH. T. Puff. Boah, also, stinkt das. Ja, was meinst du, wie es hier stinkt? Wo ist denn der Skimmer? Im Skimmer sein Land. Geht runter. Ach, wir müssen auch die Pumpe noch aufbauen, ne? Ja, ich weiß. So? Ja. Hast du einen Gürtel in der Buchse? Voll riesig, die Tabletten. Ne? Da ist eine Tablette bis 30 Kubik. Sollen wir die halbieren? Oder meinst du, wird sich schon nach... Bis 30 Kubik. Bis zu. Keine Ahnung. Soll ich die durchbeißen? Ja, beiß mal ab. Wie sag mal, sollen wir die Hälfte nur nehmen? Ja, weiß nicht. Würde ich schon vielleicht, wenn es geht. Wenn nicht, dann nicht. Holst jetzt wieder die Bohrmaschine? Die Axt. Tatsache, du holst die Axt. Ja, was denn sonst? Keine Ahnung. Aber er schlagt den Hund nicht. Halt ihn mal bitte weg, ja? Ja, der hat den Ball schon. Oh, wenn ich dich krieg, Smurfy. Oh, warte. Wäre jetzt gut. Legst du das so wieder da rein?
Oh, warte. Ah, da. Jetzt krieg ich dich. Oh, warte. Oh, meiner. Hier ist der Deckel. Ist unten, ja, ist aufgedreht. Ja, klar. Ja. Plopp. Du kannst ja nur einen Strich aufmachen, oder? Weiß ich auch nicht. So, dann können wir jetzt unseren Oberflächenskimmer installieren, damit sowas alles abgezogen wird. Da müssen wir nächstes Mal Handschuhe dabei anziehen. Ja. Ja. Scheiße, jetzt haben wir ein Problem gleich, ne? Ja, genau. Das habe ich mir nämlich schon gedacht vorher. Das wird. Aber das kannst du doch eigentlich dran lassen, weil das ist das Blaue, das bleibt doch. Da ist doch das. Weißt du, das Graue ist nur. Da bleibt nichts Blaues. Wir müssen das jetzt hier drüber machen, über den Schlauch. Nein, das Blau. Egal. Was soll ich jetzt hier lassen? Das lässt du. Du ziehst nur hier das Graue ab. Das Graue ist an dem Blauen fest verankert. Was ist drin? Reingeschoben ist das. Moment. Ja. Hast schon raus? Ja, genau. Diese Pinöppel bleiben da einfach. Oben. Das wäre jetzt gewesen, wenn wir den Schlauch rausgezogen hätten und dann. Hätte ich die Hand kurz drauf gehalten, ne? Ja, ja. Das war in Ungarn schlimmer, als die Armatur von der Dusche auf einmal ab und der Calvino geschrien hat: Hilfe! Oh, gerade kriegt man nicht? Ich bin dabei. Okay, sorry. Und an die Pumpe? Ja. Die Schraube hier ist schon wieder fest? Ja. Okay, muss ich die jetzt wieder hier entsichern? Nein. Einfach an. Und? Was müsste der ja hier? Ja, der muss tiefer. Ja. Ja. Na, ja, er saugt. Ja. Murphy, hey! Lass den Schnorchel in Ruhe. Aber ob das jetzt dieselbe Pumpleistung hat, wie, weißt du, wie ich meine? Oder ob es die Pumpleistung mindert? Wir können das ja jetzt so laufen lassen. Gehen, machen Essen, gehen Teiter und so und dann kommen wir nochmal rausgucken, oder? Ja. Was meinst du? Ich habe das so gehört, dass er so geknurrt hat, als wenn er spielen wollen würde. So habe ich das verstanden. Der wollte die Hose haben und damit spielen. Aber wenn ich sage aus, okay, dann ist er aus. Und dann hat er ja so wow gemacht. Ich hab nur, das habe ich nicht gehört. Dass er nicht nach mir geschnappt hat, war ja alles. Machst du frech zu Mama? Ja, frech. Oh, Bernd hat recht gehabt. Hier ist nämlich Linsensuppe. Ich habe mich so gefreut auf die serbische Bohnensuppe. Ja, die mach deinen noch. Blick nochmal. Die haben wir auch noch. Ich habe mich so darauf gefreut. Habe ich dir gesagt, gefreut. Ich habe alle drei Sachen aufgezählt. Und du bring dann Linsen mit und ich habe Linsen gesagt? Ja, ich habe die extra gefragt. Ich sagte, da ist noch eine serbische Bohnensuppe, bist du auch noch. Hier, da ist
das Schuldige. Ja. Demenz. Das war vorher auch schon Demenz. Ist jetzt schon an allem schuld. Ein Jahr geübt, dement zu sein. So, guck mal, wie er jetzt guckt. Ja, er sagt, I don't know what I have to do. Ja. With your Frieda. Die Geschichte erzählen. Nein, will ich nicht erzählen, okay. Wie mich ausgelacht hat. Wir haben dich nicht ausgelacht. Schäbig. Nein. Asozie. Was? An sich. Nein, wir haben dich gar nicht ausgelacht. Ja. Ich steht da noch ein. So haben wir nicht gemacht. Ja, auch. Runter. Ich will einen kaufen. Da. Musst du das da leer räumen und dann kannst du da Brot reinmachen. Was? Da ist ein Korb, ein bunter. Echt jetzt? Da passt ein Brot rein. Alle werden sich fragen, warum wir Schuhe auf der Arbeitsplatte haben. Ja, keiner fragt, der den Hund hat. Keiner fragt, der einen Beagle hat. Jeder andere Hund geht nicht an Schuhe, wenn du den sagst, geh nicht an Schuhe. Aber er... Kann mir was zum Reinlegen? Ein Tuch. Was denn? Ein Tuch? Ein Trockentuch oder? Hier. Tut's das? Oder... Brauchst du was Feudaleres? Was gibt's? Ja! Häppchen, man macht schon automatisch diese Stolper, wenn man denkt, da ist der Hund im Laden heute auch. Dann bin ich volle Kante gehauen. Weil ich dachte, der Hund war schon gar nicht mehr da. Runter! Ich zieh dir die Ohren lang. Dann jankst du. Penis. Aua! Ich bin schon so kaputt. Also gekratzt. Mit dem Kopf. Er sagt, gib mir doch einfach den Topf. Dann gehe ich auch. Ja, das. Ach ja. So, wir haben jetzt Hunger. Machen uns jetzt Essen und dann essen wir erstmal. Und nachher zeigen wir euch, ob der Skimmer im Pool funktioniert oder nicht. Er sitzt da und wartet. Sorry. Boah, es geht schon seit ein paar Tagen so, dass ich immer niesen muss. Aber eigentlich habe ich keine Allergien. Also zumindest ist mir das nicht bekannt. Wir waren gerade mit Smurfy spazieren, alle Mann. Deswegen habe ich hier noch sein Geschirr. Und Bernd ist mit den Kindern jetzt eben nochmal weggefahren. Die haben nämlich alle Hunger auf Eis. Und deswegen gehen die Eis essen. Und ich bleibe hier. Weil ich bin schon dick genug und ich habe gesagt, die sollen bloß kein Eis mitbringen, die sollen das da essen. Ich will nicht noch dicker werden. Ich habe, also ich jetzt nicht Bauch, das meine ich nicht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt wegen dem Schwangerschaftsbauch. Ich habe ja schon so zugenommen, bevor ich schwanger war, habe ich ja schon 3-4 Kilo zugenommen, weil ich ja mit dem Nikotin aufgehört habe. Und ich will nicht, dass das noch mehr wird. Deswegen bleibe ich hier. Machst du dir jetzt hier den Mülleimer auf? Hey, runter. Geh weg. Muss ich da so Kindersicherung dran machen? Aber müssen wir ja sowieso bald. Wahrscheinlich, ne? Wenn wir ein Baby bekommen. Und ein Kleinkind hier rumrennt. Achso, ich wollte euch erzählen. Der Skimmer im Pool ist ganz okay. Aber wir müssen morgen mal den Langzeittest machen. Er hat schön so die Oberfläche abgeskimmt oder wie man das nennt. Aber ja, morgen kommt der Langzeittest. Morgen hat Bernd auch ein bisschen früher frei. Mittags kommt er schon nach Hause und dann wollten wir ein Häuschen bauen für die Pumpe. Also Bernd, er gesagt, ich nicht. Smurfy, aus. Lass die Wäsche in Ruhe. Ich habe da Wäschekörbe stehen, die muss ich morgen falten. Ja, und Bernd wollte morgen mit den Kindern, wenn sie denn Lust haben mitzumachen, ein Häuschen für die Pumpe bauen. Und wenn ich Lust habe, dann nehme ich die Kamera und werde das alles für euch filmen. Dann gibt es wieder einen Vlog von uns. Ja, aber diesen Vlog würde ich jetzt hier beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen oder bis zum nächsten Mal. Tschüss!